Hallo, ich bearbeite jetzt die Aufgabe 2c. Genau. Dazu, Klausurordner, stelle ich eine neue Datei einmal für die Kaskadierung. Nutze ich jetzt mal unsere die erste Seite als so ein bisschen Vorlage, damit wir das nicht alles nochmal schreiben müssen. Vielleicht kann die sogar inhaltlich so noch ein bisschen was taugen, wenn wir die schon haben. Genau. Die Kaskadierung heißt im Prinzip, dass immer das genauere Element im CSS, also die genaue Beschreibung zutrifft. Und zwar gibt es da eine Reihenfolge. Es gibt genau genommen zwei Reihenfolgen. Die erste Reihenfolge ist, ist quasi die, ich nenne es jetzt mal die Quelle des CSS. Da gilt nämlich, also sagen wir mal, wir sagen mal Style Attribut, also wenn ich jetzt wirklich einen Tag habe, wo ich hier sage, Style ist gleich, was weiß ich, Punkt, 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 ja, das bindet quasi am stärksten. Das ist größer als irgendwie ein Style Tag im HTML-Dokument. Und das ist noch mal größer als ein externes Style Sheet. Das ist dann das, was wir über Link gleich Style Sheet und dann als Beispiel zu haben, einbinden würden. So. Also das ist einmal quasi die Reihenfolge der Dateiorte oder der Quellorte für die Kaskadierung. Und dann haben wir nochmal eine zweite Reihenfolge. Reihenfolge. Und die ist, wir haben ja gesagt, wir machen das Stärkste zuerst. Eigentlich genau genommen ist wahrscheinlich ID. Die Sache, man kann es natürlich genau, man kann immer noch genauer werden, aber ich sag jetzt mal, die einfache Reihenfolge davon ist die ID, die Klasse und dann Tag Name quasi. Also wie man es quasi jetzt vor dieser geschweiften Klammer angeben würde. Hier ohne irgendwas ist der Tag Name mit Punkt wäre eine Klasse, mit Hashtag ist die ID. Das ist die einfache zweite Reihenfolge. Tatsächlich gibt es dann hier auch noch andere Sachen. Wir könnten zum Beispiel sagen, Hashtag ID und dann zum Beispiel irgendwie sagen, bei einem Style Type gleich Text. Das ist natürlich dann wieder stärker bindend als nur die ID. Also im Prinzip ist die Sache, je genauer die Bestimmung ist, wird immer das genaueste genommen bei der Kaskadierung. Wenn wir jetzt mal uns ein Beispiel nehmen, ja, wir können ja einfach mal sagen, wir würden das, was wir hier hatten, das ändern wir jetzt mal zu Table. So, jetzt gehen wir mal nochmal in den Browser, in Localhost, Klausur und dann Kaskadierung minus CSS.html. So. Sehen wir, okay, so sieht jetzt unser Table aus. Ja, das ist ja im Prinzip ganz logisch. Und jetzt können wir den ja zum Beispiel mal kopieren. So. Und geben diesem Table die ID Tabelle 2 und diesem Table die ID Tabelle 1. So. Jetzt nochmal neu laden, dann sehen wir, okay, jetzt haben wir zwei Tabellen untereinander. Und jetzt können wir, jetzt muss ich es mal Zeug zu machen, das nervt ja.
Jetzt können wir quasi genauer werden. Jetzt können wir dem noch sagen, wir geben dem mal die, wir geben zum Beispiel Tabelle 1, Class gleich, jetzt machen wir es mal ganz einfach, blau. Und dann sagen wir hier oben, alles was Punkt blau ist, kriegt die Background Color Blue. Schau mal, wunderschön. Schau mal, Light Blue gibt es doch bestimmt auch, oder? Ja, das ist ja schon viel schöner. So, jetzt haben wir natürlich noch gar kein Ding. Jetzt müssen wir hier natürlich noch sagen, eigentlich haben unsere Tables alle eine andere Farbe. Und zwar zum Beispiel die Background Color Light Yellow gibt es das. Mal schauen, was passiert. Ja, gibt es wunderbar. Und jetzt sehen wir aber, ich kann das Blau jetzt mal auch, dass mir glaubt, dass es nicht aufgrund der Reihenfolge ist, nach oben ziehen. Weil immer das Letzte überschreibt ja das Davorstehende. Dann sehen wir, aha, es bleibt dabei. Dieser erste Table mit der Klasse Blau ist blau. Obwohl wir gesagt haben, Tables sind alle Light Yellow. Das heißt, die Klasse ist genauer als der Tag-Name und deshalb wird hier die Eigenschaft der Klasse angewendet und nicht die des Tag-Namens. Sonst wäre er ja auch Light Yellow. Jetzt können wir dem anderen mal auch die Klasse Class Blau geben. Aber, ja, oh, der wird jetzt auch blau. Wundertoll. Und was wir jetzt machen können, jetzt können wir sagen, okay, jetzt hätte ich gern mal die ID davon. Und dann sage ich, okay, ich nehme die Tabelle 2, das ist ja die ID, die wir vergeben haben. Und dann, jetzt ist glaube ich schon recht klar, was passieren wird, ist die Background Color Blue. Wenn ich die jetzt mal setze auf Light Green. Zack, dann sehen wir jetzt Light Green, obwohl ja wir wieder schon diesmal auch für die Klasse, die es hat, was gesetzt haben. Da ist dann immer die ID des, was überhand nimmt. Und das ist quasi genau diese Reihenfolge. Man kann dann noch quasi Attribute spezifizieren, das wäre dann die Angabe eines Attributs. Man kann dann auch noch irgendwie angeben, eine Pseudoklasse. Also zum Beispiel bei Input-Elementen könnte man dann sagen, also, oder wir sagen irgendwie Input. Punkt invalid für ungültige, nicht validierte Felder, um zum Beispiel Fehler auch anzuzeigen oder dass das Ding noch ungültig ist. Das wären dann quasi die Möglichkeiten, das zu machen. Das reicht eigentlich auch schon für die Kaskadierung. Weil das ist im Prinzip dieses Ding, dass die immer sich, je genauer man wird in der Angabe, überschreiben die sich die Angaben, wenn man. Obwohl sie sich theoretisch auch auf das Element beziehen könnten. Also das hier ist jetzt ja genauso. Es ist immer noch ein Table, es ist immer, hat immer noch die Klasse Blue, aber es ist halt quasi, er sagt, okay, es ist Yellow, weil es ein Table ist, ah, aber es hat die Klasse Blau, deshalb mache ich es blau und dann, ah, aber für die ID gibt es noch was und das Genaueste wird dann genommen. Das ist die Kaskadierung. Dann schauen wir uns jetzt noch die Vererbung im CSS an. Sollen wir noch diese Fehlermeldung wegbekommen in der Mittagspause? So, da ziehe ich mir mal jetzt unsere alte Data heraus. Dann wechseln wir auch direkt mal auf die. Sollen ja zwei erstellen. Genau. Und für die Vererbung, da brauchen wir jetzt tatsächlich nicht diese ganzen ID- und Klassensachen. Die können wir jetzt eigentlich mal rausnehmen. Hier die Klasse und hier die ID. So. Was bei der Vererbung in JavaScript, okay, jetzt haben wir wieder unser schönes, einfaches CSS. Ah, hier ist noch ein Punkt, das macht es gerade ungültig für den Table. Ja. Die Kaskadierung brauchen wir gerade nicht mehr. Vererbung in CSS ist nicht was Vererbung vielleicht für uns Normalsterbliche, die irgendwie mit Java 2 Semester aufgewachsen sind im Programmieren. Das hat nichts mit irgendwie Objektorientierung oder dieser Vererbung zu tun, sondern es geht eigentlich darum, dass
umschließende Tags auf die Tags innerhalb ihnen ihre CSS-Eigenschaften übertragen. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich kann ganz kess für den Body, den gesamten Body, natürlich Eigenschaften machen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Font Size, schauen wir mal, 22 Pixel. So. Und dann sehen wir, die Font Size wurde tatsächlich größer. Letztendlich sehen wir, dass natürlich auch die Überschriften und so trotzdem noch Überschriften sind. Also, wenn wir das jetzt nochmal schauen, die skalieren quasi mit. Aber wir sehen, das überträgt ja auf alle Elemente. Das überträgt sich auf diesen Absatz, obwohl das ja ein extra P-Element ist. Wir können ja für das P, können wir ja auch nochmal extra einen Style angeben. Das machen wir jetzt vielleicht auch mal. Dann sagen wir mal hier für den, wir geben ihm mal die, vielleicht einfach die Class klein. So, und dann sagen wir, okay, wenn was die Klasse klein hat, und jetzt kommt eigentlich wieder so ein bisschen die Kaskadierung ins Spiel, da können wir dann ja auch wieder sagen, so ist hässlich, so, Font Size ist irgendwie 8 Pixel oder so. So, und dann ist es ganz, ganz kleiner Text. Und das heißt aber auch zum Beispiel, wir können dann auch sagen, okay, jetzt geben wir dem ganzen Body halt eine Background Color. So. Dann haben wir Light Green mal wieder. Wenn es nicht so schlimm in den Augen ist. Und dann sehen wir jetzt auch wieder eine Schicht. Die Elemente, ich meine, hier ist ja zum Beispiel, diese Überschrift ist ja auch ein Block-Element. Und dieser Block geht ja ganz rüber. Oder wenn wir jetzt ein Div, wir können auch nochmal ein Div da drum basteln. Zum Beispiel irgendwie. Ja, da unten ist vielleicht ein bisschen langweilig. Da oben halt um diese zweite Überschrift. Und dann bis zu den Listen machen wir irgendwie nochmal eine Div drumherum. Ne? Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil die eh schon so gespaced sind. Aber obwohl sich da diese Div befindet, wird die auch quasi grün. Und wir können jetzt natürlich trotzdem wieder sagen, das kommt wieder die Kaskadierung quasi ins Spiel. Div das wollte ich nicht. Background Color Light Blue. So. Abbrechen. Steuerung S. So. Dann sehen wir, aha, die Div wird dann trotzdem wieder Light Blue. Also wir haben wieder quasi diese Kaskadierung. Das innere Element, wenn es eine eigene Angabe hat, nutzt es die. Aber grundsätzlich wird vom Äußeren alles übertragen. Wir sehen ja auch, okay, es wird dann nur das überschrieben, dass die Font Size ist zum Beispiel noch da. Also im Prinzip sieht man, es wird quasi von außen immer alles übernommen. Wieder hoch hier im Stuhl. Von außen alles übernommen. Und nur was man sozusagen im Detail überschreibt, das wird was anderes. Und das sind eigentlich Kaskadierungen und Vererbung in CSS.